So, so, ihr aufräumt, traut sich bald kein namenloses Viehzeug mehr unter eure Augen. Aber das Wichtigste, wir haben alle Kristalle. Kommt in die große Halle zu unserem steinernen Freund, wenn ihr soweit seid. Ja. Was man kann. Wer hätte gedacht, dass der alte Findling ein... Bah, du doch nicht. Sondern du, fremder Besucher. Mit den 6 Kristallen... Die Siegel unseres ersten Aspektes warten. Sei gegrüßt, Gesandter des Schicksals. Du bist gekommen, den Kreis der Elemente zu brechen. Wir sind nicht Mayana, die Orima-Priesterin. Wir sind die Schatten des Ursprungs. Dann soll es so sein. Solange der Kreis der Elemente besteht, bleibt das Portal des Drachen verschlossen. Die 6 Siegel des Kreises kann nur öffnen, wer die 6 Kristallsphären besitzt. Jedes Siegel wird vom ehernen Wächter des Erzes bewacht. Sobald eine Kristallsphäre ein Siegel geöffnet hat, entfesselt es die Macht des Elementes, mit dem es verbunden ist. Erst wenn dies geschieht, werdet ihr die Wächter eines Siegels besiegen können. Du bist der Gesandte des Schicksals. Genau wie du existieren wir, um den Ursprung zu schützen. Bis auf den Torwächter sind die Ehrenwächter an die Siegel gebunden, um sie zu verteidigen. Sind sie besiegt, kehren sie zurück zum Ursprung. Du wirst, Gesandter des Schicksals. Folge mir. Lass mich die Türe öffnen. Ich erwarte dich in die innere Kammer.
Dies ist das Siegel der Luft. Uns ist sie Symbol für Weltsichtigkeit. Benutze einen der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Bitte? Ja. Sie? Ja. Euer Angriff spart! Aha. Ja. Was? Na? Ja. Bei Angriff spart! Zweitausend Jahre später. Kommt her, wir müssen miteinander reden.
keine Scheu, mein Friedrich. Der Kreis der Elemente, er ist gebrochen. Das warst doch du, nicht wahr? Na schön. Du musst nur durch das Portal des Drachen treten. Es wird dich zu deinem Ziel bringen. Ich fürchte, das wirst du erst herausfinden, wenn du hindurchgehst. Aber was? Dort! Etwas kommt durch das Portal. Sanyasadasa. Das namenlose Pack kommt durch das Portal des Drachen, aber nicht mehr lange. Bitte? Ja. Komm schon! Ja. Sie? Ja. Angriff! Ja? Komm schon! Ja! Ja? Ja! Sicher dankbar, wenn du dich beeilst. Leb wohl, Gesandter des Schicksals. Und genau zur rechten Zeit. Da seid ihr ja endlich. Was ist passiert? Nun, jetzt seid ihr ja hier. Macht euch bereit, den Feind so lange in Schach zu halten, bis der Obelisk des Blühe bereit ist. Wir können auf diese wichtige Verteidigungsanlage nicht verzichten. Wir brauchen mehrere Kristallsphären, um die Kräfte des Obelisken zu entfesseln. Durchsucht die besiegten Feinde nach ihnen. Als ich auf dem Schlachtfeld eintraf, sah ich, wie diese Bestien einige davon an sich nahmen. Bei Fritz, ein kleiner Piekser in den allerwildesten und er wäre vielleicht wieder normal. Es fängt an, meine Freunde. Heute ist der Tag, an dem die namenlose Horde zurückgeschlagen werden wird. Für Tishiana! Ja. 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 Hol mir nichts. Stern. Sie? Ja. Komm schon. Hol mir nichts. Ja. 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 Angriff! Hol mir nicht!
Bitte? Alles klar. Was? Komm schon! Ja. Aha. Ja. Dieser Verbindung. Müssen Sie weiter aufhalten. Der Obelisk ist noch nicht bereit. Doch wir haben bereits eine der Kristallsphären für den Obelisken. Ein guter Plan. Je mehr Kristallsphären, desto besser. Wir können mit jedem Kristall nur eine der Kräfte des Obelisken verbessern. Wir sollten also weise wählen, welche seiner Kräfte wir nutzen wollen. Macht euch bereit, die nächste Angriffswelle naht. Dort kommen sie aus ihrem Loch gekrochen. Noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wartet mit den Kristallsphären auf meinen Befehl. Noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wartet mit den Kristallsphären auf meinen Befehl. Hm? Ja. Angriff! Ja. Komm schon! Ja. Ja. Hol mir nicht. Bitte. Ja. Hoho. Ja. Bei Angriff Spark! Na? Bitte? Angriff! Sie? Ja. Ja! Bitte? Was? Bei Angriff Spark!
Was? Zweitausend Jahre später. Zeigt euch Kazak, der im Blut wartet. Oder haben wir euch bereits das Fürchten gelehrt? Bitte? Ja. Komm, komm! Hol mir nicht! Sterb! Du bist jetzt noch stärker als ich dachte. Die Zeit für den Obelisken des Pyr ist wohl gekommen. Benutzt die Kristallsphären. Thank you.
Ja! Ja! Ja? Angriff! Ja. Ja! Monströsen Feldherrn des Herrn. So, dann lass uns mal zurück durch das Portal gehen. Ich bin gespannt, was uns im Palast der Hochkönige erwartet. Irgendjemand schuldet uns eine Erklärung, so scheint mir. Außerdem haben wir noch eine Prinzessin zu ihrem Vater zu bringen. Thank you.
Sieh an! Wer hätte gedacht, dass ihr tatsächlich überleben würdet? Dann müssen sich unsere Wege eben auf anderen Wegen Nun, da diese seltsame Frau mit den leuchtenden Augen nicht mehr ist, kommen wir wieder hinein in die Globule. Gehen wir Inu fragen, ob er noch eine Vision erhalten hat. In der Ruine finden werden. Am besten gehe ich schon mal auf leisen Sohlen vor und suche den günstigsten Weg. Diesen Vorschlag erachte ich nicht für sinnvoll. Wenn die Ruine in der Tat magische Energien beherbergt, ist meine Anwesenheit sicher von nicht unerheblicher Relevanz. Bitte? Angriff! Fulminictus! Was? Ein neuer Versuchsteilnehmer betritt die Bühne meines Experiments. Was hat euch so lange aufgehalten? Nichts liegt mir ferner, als jemanden auf dem Weg der Selbsterkenntnis mit Belanglosigkeiten zu behelligen. Doch wollt ihr nicht wissen, im Angesicht welchen Schreckens ihr geprüft werdet? Es wird sich zeigen, welche Versuchsgruppe das Rennen macht. Jeder hat ihre Aufgaben und erhält entsprechende Informationen. Ich erforsche die Auswirkungen der Angst auf intelligente Lebewesen. Euch dürfte interessieren, dass die alten Vosparaner hier unter anderem die dauerhafte Unterwerfung von Dämonen versuchten. Mit Erfolg. Ihr habt euch bereits oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Dann werdet ihr bald erkennen, dass große Denker lange vor euch bereits Experimente wagten,
die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Ängstigt euch dieser Gedanke? Wenn ihr schon meine Schriften zitiert, dann werdet ihr wohl auch mit Interesse an meinem Experiment teilnehmen. Ihr werdet in die Tiefe steigen und euch der Angst stellen. Sucht die Siegelsteine, welche die Manifestation des Dämons in der dritten Sphäre manipulieren. Das intelligente Versuchssubjekt erkennt, dass es selbst nicht Zentrum des Experiments ist, sondern nur das Ergebnis Wert besitzt. Kommen wir also zum angestrebten Ziel dieser Untersuchung. Ich führe eine Reihe von Experimenten durch. Momentan befasse ich mich mit der Angst als Konkurrent der Gier unter Berücksichtigung der geistigen Dekonstruktion durch irrationale Einflüsse. Für die Siegelsteine werde ich euch je nach Anzahl mit Dukaten oder gar Dingen, die für euch mehr Wert besitzen, entlohnen. Doch beachtet, dass euer Leben von ihrem Einsatz abhängen könnte. Denn mit Hilfe der Siegel könnt ihr die Eigenschaften des Dämons kontrollieren. Doch habt ihr die Steine einmal eingesetzt, werdet ihr sie nicht wieder lösen können. Es ist eure Entscheidung.